Hi, jetzt sind wir im zweiten Teil von unserem Tutorial A2D Clickable Sprites. Rutschen wir mal ein bisschen in der Ansicht nach oben, weil da habe ich die einzelnen Arbeitsschritte aufgeschrieben. Du solltest jetzt eben noch haben ein Sprite hier als Hindernis, bei mir ist es eben ein Schloss, und ein Ton, wenn man da drauf klopft und nicht durchkommt, ja, was auch immer das ist. Legen wir los. Erstmal musst du drei neue Clickable Sprites erzeugen. Wenn du die schön hier reinpackst in die gleiche Kategorie, dann erscheinen die hier auch, wenn man das hier anzeigt. Ja? Ich habe drei Stück erzeugt. Was du hier grün siehst, sind die Box Collider. Also in dem Bereich sind sie anklickbar. Wie du siehst, hier habe ich das Schloss, das ist so klein, also die Box unterscheidet sich von dem Schloss und die haben gar kein Sprite. Wie machen wir das? Ich zeige es mal beim Hatch. Du gibst einfach, hier oben kommt ja als erstes der Pilz, das ist die kleine Fanguswerbung. Da gibst du dann None ein. None erreichst du, wenn du da draufklickst und hier ganz das allererste anwählst. Genau. Und bei dem Schloss hier, da gibst du eben dann das Sprite von deinem Hindernis ein. Das kann ja bei dir auch eine Mauer sein, wozu man dann eine Leiter braucht. Also dann wäre hier eine Leiter und hier dann eine Mauer, wo man drüber gehen muss, was auch immer. Und dann kannst du natürlich die Größe von diesen Box-Collidern anpassen. Das machst du hier, dass es eben genau die ganze Tür trifft. Man könnte es hier auch auf das Schloss reduzieren, wenn man will. Oder bei den anderen eben hier auf die Flächen, die man braucht. Und du kannst hier noch einen Versatz einschieben, weil das Schloss ja hier nicht in der Mitte ist. Deswegen steht hier bei Offset minus 3 bei mir. So wie es bei dir halt aufgeht. So, dann hast du die Clickable Sprites gesetzt. Jetzt musst du neue Blöcke schaffen, ne? Und zwar drei Stück, eben jeweils, wenn man die angeklickt hat. Das sind hier bei mir die drei Blöcke, die fangen immer mit CS für Clickable Sprite an, also über das Wort stolper ich jedes Mal. Und ich zeige es mal beim Hatch, da steht nicht viel drin. Einfach, dass man dann an die Stelle springt, in die man bisher mit dem Menü gesprungen ist. Das war in dem Fall ja hier Shortcut Sound, wo wir dann mit Variablen da abgefragt hatten, die Richtung. Ja? Also, hier musst du dann natürlich in den Block eingeben, Object clicked. Das ist, wann er aufgerufen wird, der Block. Immer wenn dieses Sprite geklickt wird, egal wann im Spiel, wird dieser Block aufgerufen. Und hier gibst du eben dieses Sprite ein. Ja? Das da. Das kannst du dann zweimal kopieren, wenn du das zum Beispiel für die Hatch hast. Bei der Big Door ruft er natürlich dann den hinteren Raum auf, wie auch immer das bei dir heißt. Und ein bisschen komplexer wird es bei dem Schloss. Da muss er nämlich noch die Variable, die wir ja schon erzeugt hatten, als es darum ging, ob man den Schlüssel aufgehoben hat oder nicht, die muss er jetzt abfragen. Also if KeySilverPicked is true, dann call diesen Block hier, den drüber, also bei mir ist das ja die Tom, die Grabkammer. Und wenn nicht, also else play sound, bei mir ist es ein Bumpern an die Türe, was auch immer das bei dir ist. Also irgendein Geräusch, das dem Spieler anzeigt, das geht nicht. Sonst kriegt er ja überhaupt keine Rückmeldung, weil ja kein Menü mehr da ist, was ihm irgendwas vorschreibt im wörtlichen Sinn. Dann bitte den End-Command und dann danach nochmal ein Stopp. Das ist einfach sauber, damit auf jeden Fall der Rechner weiß, aus diesem Block geht er komplett raus, wenn er den ja nur zwischendrin aufruft und quasi parallel zum Rest macht. Ja, das muss man wissen, es geht parallel zum Rest. So, das war's schon. Ach ja, dann natürlich, wie gesagt, das wollten wir ja eigentlich.
hier bei deinem Stadtfeld, wo du auf die drei verschiedenen Wege verweist, da nimmst du jetzt natürlich das komplette Menü raus. Das gibt es ja nicht mehr. Da steht nur noch Fade to dieser View, dass die angezeigt wird und die beiden Variablen für die Richtung auf 0 setzen. So, dann schauen wir es uns mal in groß an, wie das dann wirkt. Das Spiel beginnt. Ich watsche noch schnell dieses Geräusch ab, damit du den Rest besser hörst. Ich klicke auf die Tür. Und es kommt nur so ein Klopfen, das ist relativ leise, ja. Also die Töne müsst ihr dann gut abstimmen aufeinander. Das heißt, Hintergrundmusik und sowas erstmal leise, damit ihr dann noch quasi Raum nach oben habt, um andere Geräusche lauter zu machen. Sonst müsst ihr die echt im Audio irgendwie neu bearbeiten. Also hier geht nicht. Gehe ich hier unten hin. Nehme den Schlüssel auf, gehe jetzt mal den anderen Weg zurück. Bin wieder in meiner Ausgangslocation mit den drei möglichen Wegen und jetzt habe ich den Schlüssel. Das wird dem Spieler noch nicht angezeigt, da brauchen wir noch ein Inventar, das kommt erst noch. Der muss es jetzt auswendig wissen, dass er jetzt ja den Schlüssel hat. Und die Tür geht einfach auf.